Die krassesten News der letzten Woche, die ihr wissen solltet. Travis Scott hat das berühmte Cover der Beatles auf der Abbey Road in London nachgemacht für sein upcoming Album Utopia. iShowSpeed und Cristiano Ronaldo haben sich endlich getroffen und seine Reaktion ist einfach göttlich. Schaut euch mein Video an. Michael Jordan hat sein NBA-Team Charlotte Hornets für 3 Milliarden verkauft, nachdem er es in 2010 für 180 Millionen gekauft hat. Was ein Deal. Diese Frau aus New York hat ein AI-Bot geheiratet und er sagt sogar, sie darf in Real Live andere daten. Was geht ab? Beyoncé und Jay-Z haben die teuerste Villa in Kalifornien gekauft für 185 Millionen. Ein Polizist aus England hat seinen Freund mit Blaulicht nach Hause gefahren und wurde dafür entlassen. Die nächste Staffel von Squid Game kommt nächstes Jahr raus. Diese Frau hat sich entschieden, mit 77 sich selbst zu heiraten, weil sie selber nur am besten ist. Das brasilianische Nationalteam hat im letzten Spiel All Black getragen als Unterstützung für Vinny Jr. Ich finde das eine übelst coole Aktion und die Trikots sehen übelst nice aus. Manchester City hat die Champions League gewonnen. Gestern war der Geburtstag von Kendrick Lamar. Happy Birthday to the Legend. NASA-Wissenschaftler warnen von einem Hitzesturm in den nächsten Jahren, der das komplette Internet für mehrere Monate lahmlegen kann.